Ui, es bot Kinder da. Ah, hallo, ja, tatsächlich. Sind alle Kinder da? Ja, sicher. Und die, die nicht da sind, sind euch Ja, also gut. Weil der Caro ein Kasperletheater gesehen. Ich hätte gerade Lust, für eins zu spielen. Habt ihr Lust, eins zu sehen? Hi, das ist der toll. Dann fangen wir doch gerade an. Helfen wir mir ein bisschen den Vorhang auf, dass wir besser Platz haben. Also, aber ihr müsst mir helfen, ganz fest. Ihr dürft ganz laut sagen, hau ruck, und dort ihr den Vorhang auf. Gut, also, eins, zwei, drei. Hau ruck, hau ruck, hau ruck. So. Jetzt noch die andere Seite, dass wir besser Platz haben. Und ho, ruck, ho, ruck, ho, ruck. Jetzt, so ist doch gut. So können wir spielen. Sind ihr bereit? Heute ist ein spannendes Theaterstück. Oben. Über Wasser. Ganz besonderes Wasser. Und es spielt mit der Kasperlitz und der Zwerg Steinlieb. Oh, Dex. Und noch ein alter Drache. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis später. Tschüss. Oh, ist das fein, so im Wald zu spazieren. Geht auch unsere Wanderung, Kinder. Ich gehe so gerne ein bisschen laufen. Das macht einfach einen Spass und dann hat man frische Luft. Und oh, das tut das so gut. Und dann nehme ich immer noch ein Fläschchen Wasser mit, frisches Wasser. Und dann trinke ich das hier ein bisschen. Macht ihr das auch so? Jetzt suche ich mir gerade ein Platz hier, wo ich ein bisschen mal hinsitzen könnte und eine Pause machen. Wo hänge ich denn hier gerade so ein feines Platz hier? Wo? Ah, da kommt er. Ja, guten Tag. Guten Tag, Kasperle. Ja, guten Tag, Zwerg Steinlieb. Ich heiße Zwerg Steinlieb und bin Wasserwächter. Ja, du bist der Zwerg Steinlieb und Wasserwächter. Das habe ich noch nie gehört. Das klingt gut. Schau, ich habe den Kindern gerade erzählt, ich habe immer mein Fläschchen Wasser dabei und trinke auch gerne ein Schluckchen Wasser. Willst du gerade mal ein Schluck probieren? Ja, Ja, warte. Ich muss gerade schauen, dass ich das verpacke. So, die Zwerge. Wasser. Was? Was? Grüßiges Wasser? Was ist das für Das Wasser? habe ich jetzt gerade frisch aus dem Wasserhahn gebrochen von mir daheim. Probier mal mein Wasser, das ist viel besser. Ach, sicher. Das ist wirklich viel feiner. Aber sag mal, so feines Wasser hast du? Ja, wo? Ja, jetzt weiß ich, warum mir immer ein Wertwasserflasche stimmt, wenn ihr nicht besseres Wasser habt. Ja, der stellt eben die Wasserflasche immer. Ja, sag mal, wie kommt denn das euch? Ja, weißt, ich tue immer schaffen und dann muss ich mein Wasserflasche abstellen. Sonst kann ich nicht gut schaffen. Ja, und das wenn ich schmeckt ja. zurückschaue, ist das Wasserflasche nicht mehr da. Ach, sag mir, das ganze Wasserflasche weg. Und dann hast du den ganzen Tag nachher Durst. Ja, das ist also nicht ewig. Also der die verwitscht er schon. Aber geil, wenn du so feines Wasser hast, das ist mir schon klar. Warte mal, jetzt lebt das Fläschchen gerade da. Wenn du meinst, immer wenn du am Arbeiten seid, kommt jemand und stiehlt dir das Wasser. Dann komm, wir gehen verstecken. Komm. Dann auf die Seite. Ist das gut da? Da, also gut. Dann komm. So, sind wir gut versteckt, die Kinder? Ah, die Zipfelmützen. Ja, warte. So, jetzt sind wir gut versteckt. Aber, ihr müsst mir gerade helfen. Könnt ihr hören, wenn jemand kommt? Weißt du, also ganz laut, Kasper!
Versteck kommen. Kinder, die ist höher, wenn jemand kommt. Also. Zwergi, komm los einmal. Also, hast du jetzt das gesehen? Wieso um Himmels Willen stillt Tex dein Wasser? Ah, klar! Eiweißwasser. Eiweißwasser hat keine Kraft. Die braucht Kraftwasser zum Zäubern. Sonst kannst du nicht zäubern. Aha. Und ist das Wasser, das aus der Leitung kommt? Mit dem kannst du Kammonit säubern. Es kommt aus der Leitung. Aus Rohren, geschlossenen Rohren. Ja, ja, schon weißt du, dass wir das Wasser ins Haus bringen, muss das Wasser durch Leitungen gehen, durch Rohre. Und dann kommt das am Schluss aus dem Wasserhahn raus, ja? Kein Wunder, ist das nicht gut. Das Wasser muss keine Vogeltiere pfeifen. Und die Sonne sehen, der Mond und die Erde können schmecken und Liebe können spüren. Wasser, Kappis, Zwerg. Wasser hat doch kein Auge, keine Ohren und keine Hütte zum Spüren. Du erzählst mir, sag ich. Nein, nur in einer Leitung kommt es taub und sieht nichts mehr und alles andere. Du Mensch. Ja, ganz bestimmt. Ja, ich habe es ja geholt, gell? Ich habe schon gemerkt, dass das Wasser vom Zwergsteilchen ganz anders schmeckt. Und du meinst nur weil ich es in einer Rohre drin ist und keine Sonne und Mond sieht und keine Tierlinge gehört und alles zusammen. Darum ist ich das Wasser nicht so fein wie dies. Ja, sicher. Aber ja, gell, und dann ist halt dies schon stärker. Und dann hat Text braucht das Wasser. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, was wollen wir jetzt da machen? Das ist jetzt schon eine gute Frage. Wir müssen der Hex reden, dass sie dir das Wasser einmal nicht mehr stillt. Das geht doch so nicht. Aber wie bekommt der Hex wieder feines Wasser? Das ist eine andere Frage. Sonst lebt die damit nicht auf. Ja, weißt du. Das weiss ein alter Drache im Schloss von einer Hex. Aber bekommen wir ins Schloss von einer Hex? Die Hex will doch nie, dass wir in ihr scheiß Schloss kommen. Ein alter Drache weiss, was ich machen kann, meinst du? Ja. Und der wohnt bei der Hex? Ja, aber blöderweise. Ach, dann kommt der Gamer doch jetzt gerade nachher noch zur Hex. Ja, und dann ist die Hex in kleine Hoppelhosen verzaubert. Oh je, hä? Das wäre ja lustig, hä? Ja, was können wir sonst machen? Du meinst, Text würde ich verzaubern? Nein, ja, wir könnten ja mit ihr reden. Aha. Oder wir kitzeln sie aus? Bist du nicht sicher, wo der Drache kommt? Nein. Nicht so. Vielleicht. Meinst du, Text sind nicht so kitzelig? Nein, aber wir könnten sie ja. Sind nur schon nicht gut. Nein, komm. Ich kann mit ihr reden. Komm, wir schleichen jetzt einfach auf einmal bis zum Hexenhaus. Und dann werden wir schauen, wie die Situation da ist und dann werden wir weiter planen. Ist gut? Ja. Also gut, komm, wir gehen mal zum Hexenhaus. Schauen Sie, wir sind gerade beim Hexenhaus. Ja. Schau, da oben ist. Ja. Okay. Oh, das kommt dann hoffentlich schon gut, gell? Ja, sicher. Ah, schau, da ist. Psst, los einmal. Tag, schlaf. Tag, schlaf. Super. Alle ganz fest leise gewesen. Psst. Weißt du, wo der Drache wohnt? Ja, in einem Haus. In einer Höhle? Ja, im Keller. Aha. Ja, dann komm, dann schleichen wir weiter zum Drachen. Ja, komm jetzt. Okay. Geht's noch weit?
Ja, wir sind bald da. Und ist er neben dran gekommen? Ja, ja. Und hat er nicht grosse Zähne? Nein, er hat gar keine Zähne. Und vier Spucke? Der auch nicht, der hat kein Vier mehr. Oh, was ist das für ein Drache? So ein alter Drache? Ja, ist ein alter Drache. Oh, aber er weiss ein Häufchen, gell? Ja. Okay, wo ist der Drache? Da. Ah. Drache! Drache? Wer stört mich in meinem Schlaf? Oh, Entschuldigung, lieber alter Drache. Drache, wir haben ein Problem. Textel ist immer die Wasserflasche und was könnt ihr mal machen? Weißt du, Drache, das Wasser von der Hexe ist nicht mehr gut. Und sie kann damit einfach nicht zaubern. Und jetzt kommt sie immer um 20 Uhr das Wasser stellen. Aber um 20 Uhr ist das nicht so gäbig. Was könnt ihr machen, dass die Hexe wieder gutes Wasser zum Zäubern hat? Hast du mir vielleicht eine Idee? Das ist ganz einfach. Muss mal ein schönes Bild auf das Papier und steht Liebe drauf. Dann noch Wasserflasche da drauf. Und dann wartet man einen Schutz. Und dann geht da. Ist das Wasser wieder gut? Ja. Ach so einfach? Ja. Nur ein Bild malen? Ja. Und Liebe draufschreiben? Ja. Und dann wird das wieder feines Wasser? Ja. Okay. Kommt mir. Geben wir es ein Kasperlich um. Kann ich jetzt wieder ein weiter schlafen? Ja, lieber Drache, tu dich nur fein weiter schlafen. Danke vielmals für deine Hilfe. Danke vielmals. Komm besser. Schlaf gut. Komm schnell. Oh, Zwergi, jetzt haben wir es. Das war doch ganz einfach gewesen. Jetzt müssen wir das nur noch der Hexe beibringen. Dass sie dir nicht mehr das Wasser kommen. Oh, was machen die denn? Oh, schau, da ist gerade. Was machen die in meinem Zauberwald? Oh, Hex, wir haben eine gute Nachricht für dich. Was für eine? Du tust ja immer dem Zwergi das Wasser stellen, gell? Was? Wo wissen wir das? Ja, wir haben dich gesehen, Hex. Aber los. Wir haben eine Lesung, du brauchst um 20 ins Wasser nicht mehr zu stellen. Wir haben mit deinem Drachen geredet. Und was? Er sitzt an meinem Drachen? Ja, ja. Es kommt aber ein bisschen zurück. Ja, wir haben dir nur helfen wollen, Hex. Wir haben dir nur helfen wollen. Los einmal, für das Wasser kannst du eine Zeichnung machen und Liebe draufschreiben auf dem Blatt und das Wasser draufstellen. Und dann hast du wieder feines Kraftwasser. Ja, das kann ich ja mal probieren. Ja, wirklich, probier es doch. Dann kannst du wieder selber zäubern und brauchst nicht mehr um Zwerge anzulaufen. Verschiss Wasser, das ist doch für dich auch gäbig. Ja, ja. Ist das gut? Ja, aber jetzt verschwinden wir mir jetzt selber mal. Wir sind schon weg. Ciao. Also, Kinder. Das hat jetzt also tatsächlich geklappt. Tex hat nachher nie mehr so ein Wasser stellen. Weil er das immer ausprobieren. Einfach eine Zeichnung machen, Liebe draufschreiben und nachher das Wasser immer da draufstellen. Das gibt so feines Wasser, das glauben dir fast nicht. Und jetzt gehe ich zur Grossmama fein Netz, Wetschkuchen essen. Tschüss! Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir werden noch schnell aufräumen. Vorhang wieder zuhören, dass alles bereit ist für das nächste Mal. Helfen wir gerade wieder. Und ruck! 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 Dankeschön, jetzt noch die andere Seite. Und ruck! 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 Also, auf Wiedermüchs, bis zum nächsten Mal. Tri-tra-tra-la-la, tri-tra-tra-la-la, der Kasperli ist nimmer da, der Kasperli ist...